Hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen heute mal die Daily Challenge vom 7.01.2017. Und danach gucke ich mal, entweder eine extra Aufnahme oder vielleicht mit drin, kommt drauf an, wie schnell die vorbei ist. Noch einen Standard ran mit Apollyon, oder wie heißt der? Apollyon, genau. Mal gucken, ob wir damit mal einen Run hinkriegen, der bis zu Ende geht, um auf Rest freizuschalten. Also, Daily Challenge, Isaac. Mal schauen, was wir heute für uns vorbereitet haben. Nochmal die 6 und unser Ziel ist Mom. Okay. Was heißt DR? Ach, Daily Run wahrscheinlich. Na gut. Okay. Schauen wir mal. Dunkler Cellar. Doofen Spinn. Was da Item rum hat. Ah, die Scheren sind. Doof. Das Ding ist doof. Weg damit. Gewiss. Double Wiss Shot. Könnte lustig werden. Wenn gut gegen manche Bosse. Ja, nehmen wir natürlich mit für Secret Raum hier. Bombe kriegen wir wieder. Kostenlos. Hier ist keiner. Hier auch keiner. Gut, wir wissen. Okay, das ist ehrlich gesagt ein bisschen doof, aber egal. Level Deal haben wir nicht im ersten Level, also müssen wir nicht warten mit unserem Dings. D6. Also ganz entspannt das irgendwie so hier. Fällt mir nicht. Ich hätte nicht den Wiss nehmen sollen. You're a wizard, Harry. Also ähnlich. Random Harry Potter Zitat. Mal gucken, ob wohl ohne Schaden hier rauskommt. Das hat doch mal was. Ja, mal eine Neuerung, wenn ich mal im Bossfight keinen Schaden nehme. Ich würde auch, glaube ich, immer noch das Achievement für keinen Schaden im Basement oder so. Vielleicht schaffen wir das ja mal. Müssten wir längst auch auf Curse-Räume verzichten. Das war knapp. Mal den Duke töten und dann den noch beseitigen. Was war das für ein Ding? Polydactyl. Irgendwas mit Pillen war das. Mdrowsy. Das ist eine neue Pille, die, soweit ich weiß, den Raum verlangsamt, in dem man ist. Nickel. Und ein doofer Opferraum. Den wir uns, glaube ich, nicht verfassen werden. Obwohl wir das machen könnten, um damit, wenn wir es übertreiben, in die Chest zu kommen und den Rand weiterzutreiben, als er eigentlich dürfte. Und damit mehr Punkte in der Wertung zu kassieren. Der Raum ist wahrscheinlich hier, möchte ich sagen. Ja. Ja. Macht auch am meisten Sinn. Super Secret Raum noch abgrasen? Auch nicht. Aber wir haben genug Kohle für die Spielhalle im nächsten Level und den Shop können wir uns wahrscheinlich auch angucken. Feuer ausmachen. Das ist natürlich sehr interessant. Womit können wir. Interessant, also mit dem Wizard bekommt man automatisch spektrale Tränen sozusagen, also nicht ganz spektral, also kollidieren auf jeden Fall mit dem Umgebung nicht mehr. Okay, 100% Devil Deal Chance. Wir wollen gar keinen Schaden nehmen, wenn es geht. Wenn wir Schaden nehmen sollten, werde ich auch in den Questraum reingucken. Wenn nicht, dann nehmen wir uns das einfach.
fast schief gegangen. Ah, danke schön. Stars. Kostenloser Itemraum-Teleport. Da haben wir unsere Kohle für den Shop. Sollten wir mitnehmen wollen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen Itemraum-Teleport haben will. Was auch nehmen gehen würde, ist die Have to go deeper, also die Schippe. Alter, haben die viel HP, die Scheißspinnen. Danke, Scheiße. Und wir haben Schaden genommen. Gut, so viel zur Devil Deal Chance und zu dem Curse Raum Dingens, also können wir da auch reingehen. Naja, die Achievers würden keinen Schaden nehmen, die kann man spätestens mit dem Lost dann sowieso abgrasen. Dann können wir jetzt auch in den Curse Raum gucken, ob wir da Schönes haben. Vielleicht ein Goathead oder sowas. Happy Item. Auch nichts davon. Jetzt mal Devil die Chance abgezogen. Verstehe ich nicht. Macht ja mal gar keinen Sinn. War schön, wenn man die dann ausschalten kann, ohne eigentlich in eine Bahn zu kommen, wo sie einen chargen würden. Das mit dem Double Wiss Shot ist schon gut. Ja, wir haben diese Devil Deal Chance wieder gekriegt. Also die wird noch abgezogen, damit drauf gerechnet, weil wir halt noch nicht die Sache mit dem Schaden am Boss haben. Ist Pin. Habe ich jetzt gemacht, weil der D6 bereit ist. Und hier haben wir kein Devil Deal. Ah, Herzchen. Und Spinnen. Nehmen wir das Speed Upgrade. Ach, drauf geschissen. Ja, Magic Mush. 1,5-facher Damage Multiplikator. Und ja, Job wollen wir noch nicht reingehen. Den Itemraum müssen wir noch finden. Ist das so ein Mini-Monstro? Ja, es ist ein Mini-Monstro. Einer von den neuen Gegnern. Da, verdammt. Ist Spinnen. Okay. Der Raum hat in eine schwarze. Spritze, was ist das für ein Needle Shot, Euthanasia. Okay. Was war da wird. War. Euthanasia steht für Einschläfern. Das ist vielleicht irgendwas zu verlangsamen, wenn man damit den Gegner trifft. Mit so einer Spritze. Ja, eine Möglichkeit. Shop können wir uns nicht leisten. Sagen, wir gehen Bossraum und raus hier. Da war ich zu schnell. Ja. Das hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Wir haben nicht mal eine Bombe, um die Kiste aufzumachen. Vielleicht bekommen wir Gegner, die Bomben. Dritte Phase war. Bombenbedickt das. Ich weiß nicht, wie ich dem gerade ausgewichen bin, aber ich nehme es mal einfach so hin. Das Schöne ist halt, durch den Double Wiss Shot haben wir unser DPM quasi verdoppelt. Weil wir halt pro Schuss zwei Tränen rausholen. Ah, Schiss, Devil Deal.
ist. Muss nur noch lernen, damit zu treffen. Könnte aber mit Ippica ganz lustig werden, so eine Aktion. Ich nehme mal an, dass die Nadeln mit Lack zusammenhängen, wie bei vielen Träneneffekten. Ah, eine Bombe. Dankeschön. Ja, gut. Zwei Schlüssel plus gemacht. Also Bums-Aki quasi. Welche hier? So eine Räume ist natürlich der Wüstschott richtig schön. Und sobald unser D6 fertig ist, hätte ich wahrscheinlich im Raum teleportieren. Wandern dabei einen Schlüssel ein. Und außerdem. Ah, fuck. Namens Pearl, Namens Pearl. Schöne Sache. Blöd Hard Drops. Ich spanne damit eventuell Ladung, wenn wir mit perfekt aufgeladenem D6 reingehen. Oder sterben wir einfach nur. Auch sein. Vielleicht eine dämliche Idee, den Mistshot anzunehmen. Aber egal. Schlimmeres. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, um Spirit Heart zu tanken. Dankeschön. Ein Luck Up, wunderbar. Also mehr Effekte. War nicht gut. Und der andere hat einen goldenen Haufen gemacht und der bringt Kohle und dann können wir ohne Stress uns den Shop leisten. Das ist schon mal gut. Im Shop gibt es auch sehr viele neue Items. Und da fällt Penny. Nein, ich mag lieber Mom's Pearl. Okay. Mit Ludovico ist das wieder völlig. Egal, was mit dem. Okay. Und ab und zu mal zur Spritze. Nee, aber es ist einfach nur ein Double Shot und damit haben wir wieder mehr Chancen, was zu treffen. Und das Ganze hat sich wieder gelohnt. Im Prinzip. Oh, mehr Shot Speed auf jeden Fall. Fuck, die gehen diagonal, wenn ich die Tasten drücke. Drückt nach rechts, es geht nach rechts unten. Ich drücke nach oben, geht es nach rechts oben. Ich muss beide zusammendrücken, damit es links oder rechts geht. Deswegen sind die so langsam. Deswegen steuert sich das komisch. Okay, Wizshot mit Ludovico ist vielleicht doch nicht die beste Idee. Okay, explodieren in Tränen. Interessant. Fanny Pack. Klingt nach einem guten Plan fast. Ja, wir nehmen eh viel zu viel Schaden. Kommen wir noch ein bisschen Zeug wieder. Und da ist der Bossraum. Luffel ist auch bereit. Wir haben Gurdy Junior. Müssen wir noch schaffen, hier das die zu treffen. Schaden ist nicht schlecht, muss ich sagen. Toast ist, glaube ich, nur ein HP ab, der Schimmeltoast. Ja, Mom's Bottle of Pills, Brain Purse Dings. Das ist ein anderes. Pretty Fly. Ja, Pretty Fly, wunderbar. Und Speed Up, wunderbar. Bisschen knapp für Boss Rush. Schauen wir mal, wir haben auf jeden Fall wieder Devil Deal Chance, das ist sehr schön. Die Steuerung ist echt komisch. Echt. Bäh. Macht keinen Spaß. Ich mach das Beste draus.
Ja, wenn die Spritze trifft, dann bringen die Gegner in Tränen. Das heißt, wir wollen schön viel Luck absaugen, das zu potenzieren, weil es könnte richtig gut werden. Die Tränen sind doch relativ groß. Wahrscheinlich wegen der Hauptträne, die recht groß ist. Wir nehmen. Ludovico, hast nicht gesehen. Ja, unser Schaden ist ganz ordentlich. Wir müssen es nur hinkriegen, die Gegner zu treffen. The Moon! Secret Raum. The Moon. Okay, ob wir Pillen mitnehmen können. Vielleicht noch. Ah, es reicht nicht genug. Ein Herzchen und die Batterie lassen wir erstmal liegen. Was Raum hat, Binnen und ein HP-Bettler. Nein. Verdammt, das reicht. Wenn die einen chargen, die machen ja echt ein Problem. Sprengen wir den. Für Devil Deal Chunks. Bandwurm bringt, glaube ich, nicht wirklich was hier. Und sogar recht hohe Chance auf Angel Deal und Devil Deal gar nicht so hoch. Warum das? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, eine Larger Pille. Geht ab. Sehr schön. Hat man gebraucht den Raum eben. War nicht aufgepasst. Nächstes können wir fernab von uns selbst kämpfen und damit den Schaden, den wir reduzieren. Relax, die Pupspille. Abführmittel, das Relaxant, wie man so schön sagt. Eine graue Kiste, zwei Bomben? Nee. Da, ich bin mit dem Ding hängen geblieben, hab gar nicht mehr gemerkt. Ah, wunderbar. Jetzt da können wir Spritzen dabei sein, wenn es explodiert. Also das Potenzial haben. Halo, Allstats up. Wunderbar. Mehr Schaden, mehr HP, mehr Speed, mehr Feuerrate. Also mehr DPS quasi. Stain ist unser Boss. Ah, nicht gut. Fuck. Doch. Ah, juhu. Herzen. Die Schraube ist ein Schutz, glaube ich. Ja. Und ein Tears Up. Ah, viel besser. Viel besser. Alter. Hier sind wir wenigstens Spirit Hearts, die uns da beschützen vor den Devil Deal zu versauen. Okay. Wurmlöcher. Die spawnen Gegner. Das ist nicht schön. Immer zuerst weg. Ah, ja, festgehangen und die
fliegen, haben zum Glück den Schaden blockiert. Schöne Sache. Ich will nicht in die Nähe von den Dingern. Auch böse. Ist aber immer gut. Da haben wir einen Opferraum. Eine Chance, in die Chest zu gelangen, sozusagen. Könnte man drüber nachdenken auf dem Level hier mittlerweile. Ops, Rotten Head nehmen wir einmal auf, legen wieder ab und würfeln neu. Am Schubdahub. Dann können wir das auch aus dem Itempool raushauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Item, was wir würfeln können. Auf jeden Fall gut. Okay. Weg. Und wir gegen da. A Priestess. War Damage up. Damage up für den Raum. Mal auf den Boss benutzen. Irgendwas mit Bluten und Damage over Time, aber ich glaube, wir müssen den Gegner berühren. Ach, wir nehmen ihn einfach. Suchen den Boss. Zumindest um uns hier in den Chest zu porten, brauchen wir ordentlich HP. Problem. Nicht viel HP hier rumliegen haben. Die Black Candle würde ich schon kaufen und kriegen. Müssen wir einen Secret Raum für finden. Ach, wir hatten ja hier ein Item rumliegen. Ja, doof. Angewöhnen, das Händewetter wegzupacken. Das habe ich nämlich gerade Kopfhörer gehört, also wie ich davon auch gehört. Okay. Noch ein Schub da Wupp rumliegen. Tick, 5. Was macht das mit dem Ludovico zusammen? Wir feuern zufällig in die Richtung, die wir drücken dann. Nachdem. Ah, in irgendeine Richtung. Secret Raum. Ups. Nö. Dann ist er wahrscheinlich hier. Ja. Mr. Mega. Hätte ich ihn vielleicht würfeln sollen? Ich weiß. Noch Schädel hochjagen, um an HP ranzukommen. Wäre noch eine Idee. Machen wir mal den Boss. Was der uns gibt. Können den Laserstrahl zu machen. Und wenn jetzt kein Gegner trifft, dann nicht durch die Gegend. Wir können schön Schaden machen. Okay. Wunderbar. Angel Deal und mehr HP. Ja.
Gotthard? Ich glaube. Gotthard, jetzt haben wir. Oh, jetzt haben wir hier schön AOE-Dingens. Und ein Damage ab, so wie es aussieht. Ein Stück Schlüssel. Wenn wir das hinkriegen, in dem Opferraum auch nochmal einen Engel zu triggern, haben wir beide Schlüssel. Können dann in die Chest uns teleportieren lassen, wenn wir die genug ärgern. Und dann Megastand machen. Was ordentlich Punkte geben sollte. Eine Frage ist, ja, ich kaufe mehr P. Noch ein Item irgendwo rumliegen? Ja, ich habe alles aufgenommen. Ne, alles gut. Wir Opferraum uns. Hier gibt es scheinbar nicht mehr. Noch den. Was explodiert? Den Super Secret Raum abgrasen. Der nicht hier ist, sondern hier. Weil hier kein Hindernis zur Wand ist. Über die anderen Dinge, wo Spikes waren. Ja, wir können ja Herzen bekommen. Oder auch den Crystal Ball, der uns vielleicht ein Herz gibt. Wunderbar. Wir haben 5 Cent, das heißt, wir kaufen die Batterie. Und würfeln das Ding nochmal. Und vielleicht ein HP ab, was uns voll heilt. Und dann ist richtig schick. Das war zu dicht. Verdammt. Na, mein Handcent bekommen von Anypack. Razorblade. Bloodrides. Ah, HP gegen Raumschaden. Das ist nicht so optimal. Okay, guck mal, wo wir mehr als ein Schädel auf einmal sprengen können. Sprengen noch ein paar Schädel. Schädel, das ist nur einzelner. Auch nicht zusammen. Auch nicht. Wo wir Mr. Mega haben. Deswegen hat es nicht. Deswegen haben wir Schaden genommen, weil wir Mr. Mega haben. Wissen müssen. Den kann man auch hier so schön. Mit einer Bombe. So im großen Bereich spammen. Okay, hier noch, hier haben wir auch noch Schädel. Aber erst hier springen wir rüberkommen. Oh, eine Rune. Verdammt. Und wir haben keine Bombe mehr, um die rauszuspringen da. Ah, aufgeschissen. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas triggern können. Immerhin haben wir jetzt 100% Angel-Raum-Chance und können damit im nächsten Level uns einen Angel-Raum anlachen. Hat leider nicht gereicht, um den Raum zu triggern, aber wenn jetzt das schon kommt, dann können wir vielleicht im nächsten Level noch mehr HP kriegen. Dann, und dann noch so einen Raum finden. Da den Angel-Spawn triggern und anschließend die Teleport in die Chest. Wir müssen jetzt nur den Übergang überleben. Okay, ist ja Ende. Also hier müssen wir den Scheiß erreichen, sonst ist Feierabend. Ein bisschen HP. Oh ne. Würde Mamhand. Und das war's. Fuck! Naja. 1100. Rang ist ja üblich, würde ich sagen. Okay Leute, für normalen Rang reicht's nicht mehr. Ich sag bis zum nächsten Mal und nehme noch einen normalen extra auf. Bis dann.